Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Und zu unserer Sonntag-Challenge. Und heute ist unser Thema DIY mit Sachen, die man zu Hause hat, die ihr zu Hause habt, die wir zu Hause haben. Wir haben uns da ganz schöne Sachen ausgedacht. Wieder und zwei ihr hattet für das Thema auch abgestimmt. Genau, und wir haben euch ja gestern schon erzählt, bei der App wird jetzt nicht mehr abgestimmt. Ihr könnt dieses Mal hier oben draufklicken und dann auf das kleine i. Auf das kleine i, selbstverständlich. Und dann kommt die Abstimmung runter für euch. Genau, und dann könnt ihr da bestimmen, welches Thema dann nächste Woche bei unserer Challenge drankommen soll. Aber erstmal kommen jetzt die Ideen. Jetzt kommen unsere Ideen. Los geht's! So, meine DIY-Idee mit Dingen, die man zu Hause hat. Ich werde eine Kerze selber machen. Dafür benutze ich Teelichter. Und ich denke, irgendwelche Teelichter oder Kerzenreste hat wahrscheinlich jeder von euch zu Hause. Das sind so Sachen, die man immer wieder kauft und dann liegen sie rum. Und ja, hin und wieder braucht man sie dann doch. Und dann benutze ich noch ein Glas. Da war, glaube ich, Pizzasoße drin. Solche alten Gläser, Joghurtgläser, Marmeladengläser hat wahrscheinlich auch jeder zu Hause rumstehen. Also, das sind die Materialien, die ich brauche, um die Kerze zu machen. Zusätzlich benutze ich noch den Herd, ein Wasserbad, um das Wachs einzuschmelzen. Zeige ich euch natürlich gleich noch. Aber vorher bereite ich die Teelichter ein bisschen vor. Hier sind ja überall noch Dochte drin. Und euch ist vielleicht auch schon aufgefallen, ich benutze keinen langen Docht. Das wird nämlich so eine Kerze, so ein bisschen wie ein Windlicht, wo man tatsächlich dann weitere Teelichter reinstellt, die dann schmelzen und halt so ein bisschen Wachs immer auftragen. Aber vorher bilde ich hier so eine Wachsschicht unten. Dafür schmeiße ich die Teelichter einfach unten rein. Diese hier zerbreche ich einfach immer in Stückchen. Nehme die Dochte raus und werfe dann die Stückchen hinein. Es ist nämlich auch das Praktische bei dieser Kerze, dass man eben keinen langen, großen Docht braucht. Weil ich glaube, den zu Hause zu haben, ist immer so ein bisschen problematisch. Dann nochmal eine ganz dunkle dabei. Hier ist auch noch ein bisschen weiß. Und noch ein bisschen rosa obendrauf. Und jetzt ist das gesamte Glas hier voll mit Wachs, natürlich noch mit ein paar Lücken dazwischen. Und jetzt schmelze ich diesen Wachs ein. Dafür stelle ich das Glas in ein Wasserbad. Das ist einfach ein Topf mit ein bisschen Wasser drin, das ich jetzt langsam aufkoche. Und darin steht eben das Glas und der Wachs wird langsam eingeschmolzen. Das müsst ihr auf jeden Fall im Wasserbad machen. Wachs schmilzt nämlich nicht in der Mikrowelle. So, ihr seht jetzt, bei mir ist ziemlich viel Wachs geschmolzen. Hier oben hat sich eine glatte Fläche gebildet. Hier unten sind jetzt noch ein paar Wachsstückchen drin. Das ist überhaupt kein Problem. Das ganze Wachs wird ja eh wieder fest. Aber ich warte jetzt noch eine gewisse Zeit ab und warte noch, dass das Wachs hier oben auch wieder etwas fester wird, bevor ich dann meine Kerze oben drauf gebe. Es ist jetzt circa eine halbe Stunde vergangen. Und ihr seht, der Wachs ist schon ziemlich fest geworden wieder. Ich mache es jetzt so, dass ich noch ein weiteres Teelicht nehme. Und zwar eins von den roten mit Hülle. Und das gebe ich jetzt vorsichtig in den Wachs hinein. Und drücke es leicht unter, sodass es wirklich auf einer Ebene mit dem Wachs ist.
Das könnt ihr hier jetzt einmal richtig gut sehen. Also ich habe es wirklich vorsichtig in den fast festen Wachs gedrückt. Das ist jetzt noch ein bisschen von dem flüssigen Wachs wieder nach oben gekommen. Und so lasse ich es jetzt tatsächlich komplett aushärten. Meine DIY-Kerze ist jetzt komplett ausgehärtet und ich habe auch schon einmal das Teelicht angezündet, um euch zu zeigen, wie sie jetzt tatsächlich brennt. So, da schauen wir einmal rein. Ihr seht, das Teelicht selbst wird flüssig, der Wachs drumherum bleibt fest. Und das Praktische ist, wenn das Teelicht dann irgendwann ausgebrannt ist, könnt ihr es einfach auswechseln und ein neues Teelicht reinstellen. Also ihr könnt die Kerze im Endeffekt mehrfach verwenden. Sie brennt immer hier oben, super einfach anzuzünden. Und ich werde sie jetzt noch ein bisschen weiter dekorieren. Ich habe hier ein paar Sticker. Es wird ein bisschen weihnachtlich. Kleiner Dachs, der einen Stern aufhängt. Und dann kommt hier auf die andere Seite noch ein Geschenk. Und noch ein paar kleine Sternchen so dazwischen. Ups, das ist mir immer runtergefallen. So. Hier auch noch ein paar Sternchen und schon ist die super weihnachtliche Kerze fertig mit ganz einfachen Materialien und auch eigentlich richtig schön schnell und einfach selbst gemacht. Für mein DIY mit Dingen, die man zu Hause hat, braucht ihr eine Schere, einen Tacker und eine alte Zeitschrift. Und ich werde daraus eine coole Aufbewahrung basteln. Entweder eben im Zeitungslook oder wenn ihr habt, könnt ihr das Ganze noch mit Washi-Tape verzieren oder noch mit Stickern bekleben, mit Schleifenband bekleben, was ihr eben da habt. Ihr schlagt die Zeitung in der Mitte auf und ich nehme so drei Blätter, damit es schön stabil ist. Und trenne die hier in der Mitte ganz vorsichtig raus. Man kann das natürlich hier in der Mitte auch aufbiegen, damit man dann eben ganz vorsichtig die Seiten entfernen kann. Diese drei Seiten lasst ihr so übereinander liegen und faltet jetzt die eine Ecke einmal so rüber. Und faltet das dann das Ganze einmal. Und dann könnt ihr hier entlang schneiden, dann habt ihr nämlich hier ein quadratisches Blatt. Dieses Papier könnt ihr natürlich noch zum Verzieren benutzen oder daraus nochmal etwas kleinere Aufbewahrungen basteln. So, jetzt das Ganze noch einmal übereinander falten. Dann wieder auseinander und jeweils die Ecken einmal zur Mitte. Jetzt die Kanten. Auch einmal bis zur Mittellinie falten. Das kann aber sofort wieder auseinandergefaltet werden und ich mache direkt weiter. Das mache ich nämlich mit jeder Seite von meinem Quadrat hier. So, jetzt falte ich immer zwei Seiten hoch und dann seht ihr schon hier und hier ist ein Knick. Falte ich das Ganze hier so nach innen. Und das werde ich einfach mit dem Tacker festtackern. Und so mache ich es jetzt an den anderen Seiten auch noch. Also hochfalten und hochfalten. Dann ist hier wieder dieses kleine Quadrat, was sich dann so nach innen knickt automatisch. Und ich falte das jetzt auch genau zu der gleichen Seite wie hier. Und tacker das Ganze fest. So sieht es jetzt schon aus. Und jetzt brauche ich nur noch hier auf der gegenüberliegenden Seite das Ganze auch wieder so hochfalten. Ein bisschen platt drücken, damit es auch schön stabil ist. Und hier das Ganze dann auch antackern. Und schon habe ich eine kleine Schachtel. Die ist jetzt so ein bisschen, zum Beispiel ist das hier noch so ein bisschen aufgerissen, ist eben aus einer alten Zeitschrift gemacht. Man kann das Ganze auch so schon als Aufbewahrung benutzen oder davon eben mehrere basteln und die dann noch aneinander
tackern. Dann hat man eine etwas größere Aufbewahrung. Und man kann das Ganze natürlich auch als Geschenkverpackung benutzen, indem man einfach jetzt hier was reintut und dann noch eine ähnliche Schachtel nochmal faltet und dann drüber stülpt. Ich habe auf jeden Fall wenig später 3 gleiche Schachteln fertig und die lege ich jetzt einmal nebeneinander und hier in der Mitte verbinde ich die jetzt immer noch. Alle 3 Schachteln sind verbunden, dann kann es ja losgehen mit dem Verzieren. Ich habe ja schon gesagt, ich werde das Ganze mit Washi-Tape verzieren, aber ihr könnt das natürlich, wenn ihr Washi-Tape nicht da habt, mit irgendwas anderem verzieren, was ihr eben zu Hause habt. Entweder nochmal mit ein bisschen Papier bekleben oder aus anderen Zeitschriften noch ein paar schöne Bilder ausschneiden und die dann da oben drauf, also da draußen dran kleben. Oder vielleicht habt ihr schöne Sticker oder so, die ihr dran kleben möchtet. Oder ihr macht das Ganze direkt mit Geschenkpapier und dann habt ihr hier so ein schönes Geschenkpapiermuster mit drauf. Und wenig später ist meine Aufbewahrung fertig. Da habe ich zum Beispiel Notizzettel drin, hier kleine Büroklammern, Washi-Tape, einen Hefter und die Stanza hier zum Beispiel. Man kann das Ganze natürlich beliebig erweitern und vielleicht noch ein paar weitere Kästen links und rechts dazu machen. Oder vielleicht auch das Ganze so quadratisch, dass man dann hinterher 9 Felder hat, in die man was reintun kann. Praktisch auf dem Schreibtisch oder auch praktisch in der Schublade vom Schreibtisch. Da hat man dann alles so ein bisschen geordnet, trotzdem alles beisammen. Vielleicht habt ihr Lust, das Ganze nachzumachen. Ja, das waren unsere Ideen mit Sachen, die man zu Hause hat. Ihr könnt natürlich jetzt abstimmen für nächste Woche. Welches Thema soll nächste Woche bei unserer Sonntag-Challenge drankommen? Ihr könnt uns unten in die Kommentare reinschreiben, welche Idee hat euch besser gefallen. Hashtag Team Eva, Hashtag Team Kati, Hashtag Team Beide. Und wir sind schon super gespannt, das Ganze zu lesen. Und ja. Sonst, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns gerne ein Abo da. Mhm. Klickt auch auf die kleine Glocke, um kein Video von uns zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!